Hallo liebe Leute, willkommen zu einer Special-Folge von den Testimonials. Das ist Testo Manuel, ich bin Testo Mario und wir sind heute in einer neuen Location. Wie ihr seht, sind wir diesmal nicht in Freudig, sondern in The Base, in der Wattgasse, und zwar in der Fun Zone, weil hier haben wir genug Platz, um ein ganz neues und interessantes Produkt auszuprobieren. Und um noch einen draufzulegen, haben wir einen Special Guest eingeladen, unseren Freund Testo Murat. Hallo Leute, ich bin Testo Murat. Vielen Dank fürs Einladen, lieber Testo Mario, lieber Testo Manuel. Ich habe etwas ganz Besonderes mitgebracht heute, und zwar Nerf Guns. Die haben mir von Hasbro gesponsert zu kommen, und wir möchten anschauen, ob es eher etwas für Kinder ist oder richtige Männer, so wie ich halt. Dieser kleine Freund hier, das ist die Nerf Ultra One. Dieser nette Freund ist von der Elite 2.0 Version, und zwar The Turbine. So, dieser kleine Freund schaut zwar sehr unscheinbar aus, aber der ist richtig in sich. Kein Motor, keine Batterien. Einmal aufziehen und die fährt's richtig gut. 6 Schuss, kann das. Ganz ehrlich, meine Bangusschrauben sind nicht gemacht. Aber was man in zwei Teilen machen kann und echt viel Spaß haben kann, zeigen wir euch gleich. Ah, my little friend! Wie ihr gesehen habt, ist das das ideale Gerät, um euren Freunden oder auch euren Kollegen einmal zu zeigen, wer der Boss ist. Aber man kann dieses Spiel auch ganz alleine spielen, nämlich mit so elektronischen Zielscheiben. Okay, das ist der Manuel, hat er was getroffen? Alle nicht umgehauen. Wahnsinn! Das ist der Murat, erster Tag und schon verhaut. Und wenn ihr aus welchen Gründen auch immer keine so coole elektronische Zielscheibe habt wie wir, dann lasst einfach eurer Kreativität ein wenig freien Lauf und schafft euch selber Ziele. Zum Beispiel eine Küchenrolle oder eine Dose für ein bewegtes Ziel, einen Ball. Und ihr könnt die nicht mehr brauchbaren Face Shields nun als Kampfschild verwenden. Nach dem ganzen Training stellen wir noch die Künste unter Beweis, die wir heute uns aneignen durften, und schießen auf unseren geliebten Testo Mario. Hier Mario! Hier! Nachdem Testo Murat und Testo Manuel die ganze Zeit damit verbracht haben, mich abzuschießen, können wir wirklich sagen, dass es ein super cooles Produkt ist. Es gibt viele verschiedene Varianten von diesen Guns, was es natürlich auch abwechslungsreich macht. Wir waren zur Abwechslung nüchtern. Und können sagen, selbst da macht Spaß. Ich habe keine Ahnung, wie man jemand verstehen kann, weil es so laut ist. Aber ja, hey, echt lustig, oder? Wir können das Produkt auf alle Fälle empfehlen. Vor allem auch, wenn ihr ein Büro habt, das ein bisschen lockerer ist. Holt euch das Zeug für jeden eine, um die Pausen ein wenig aufzulockern. Von uns gibt es auf alle Fälle den Daumen hoch. Genau, das war's von dieser Spezialfolge bei den Testimonials. Nächste Woche kommt ein neues Produkt auf euch zu, nämlich welches? Ganz genau, lasst euch überraschen, es bleibt spannend. Ciao, ciao. Ciao.